freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung und die nette Vorstellung. Mein Name ist Frank Harlicek. Wie schon erwähnt, habe ich schon in allen möglichen Open-Source-Projekten und Unternehmen mitgewirkt, aber bin jetzt in erster Linie hier als Gründer und auch Geschäftsführer von Nextcloud. Ich möchte in meinem Vortrag im ersten Teil ein bisschen was über die Cloud erzählen, über den Begriff Cloud. Ich finde es ganz interessant, um das einordnen zu können. Und dann im zweiten Teil über Nextcloud als Produkt. Aber die Nextcloud-Vorstellung ist dann eher eine allgemeine Vorstellung. Ich habe jetzt keine so schönen Beispiele wie in meinem Vorgängervortrag mit Base for Kids. Da sieht man nicht wirklich, wie man es richtig schön im Alltag verwendet. Aber ich habe da noch eine Einführung in die Funktionalität. Gut, die Cloud. Man liest online immer wieder die These, Daten sind das neue Öl. Das finde ich ein ganz interessantes Statement. Das bedeutet ja, dass Öl als der Rohstoff der Old Economy, sage ich mal, der Rohstoff, der unsere Gesellschaft, unsere Industrie, unsere Wirtschaft vorantreibt und sehr wichtig ist, dass dieser Rohstoff abgelöst wird durch Daten. Das heißt, Daten sind der neue Rohstoff, wo Wertschöpfung und alle möglichen anderen Dinge daraus entstehen werden. Das ist die These. Wenn man sich anschaut, wie die Datenmengen auch wachsen und explodieren, dann ist da wahrscheinlich auch was dran. Also hier sieht man jetzt auch eine Prognose, welche Daten dieses Jahr noch weltweit erzeugt werden und eine Prognose für nächstes Jahr. Und ich finde dieses exponentielle Wachstum wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Wenn man jetzt mal schaut, 2015, das ist noch gar nicht so lange her, was das für ein Riesenunterschied zu heute schon ist. Also es explodiert wirklich sehr, sehr schnell. Was sind das für Daten? Das sind alle möglichen Dinge. Das sind Google-Suchen, das sind Chat-Nachrichten, das sind Videos und Fotos. E-Mails finde ich auch sehr eindrucksvoll. Aufgrund von dieser Umfrage hier, dieser Statistik, reden wir von 168 Millionen E-Mails pro Minute. Also das sind wirklich riesige Datenmengen. Und Chat-Nachrichten sind natürlich noch viel, viel mehr. So, jetzt stellt man sich die Frage, wo sind denn die ganzen Daten? Was passiert mit den Daten? Wo sind die gespeichert? Wie werden die verarbeitet? Und da ist die Antwort in der Regel in der Cloud, so in dieser magischen Wolke, wo man gar nicht so genau weiß, was das überhaupt ist. Aber die ganzen Daten sind irgendwie in der Cloud. Jetzt habe ich mal überlegen müssen, geforscht, woher dieser Begriff Cloud eigentlich kommt. Und ich bin da auf solche alten Netzwerkdiagramme aus den 90er Jahren gestoßen. Man kennt das vielleicht noch, das hat man so mit PowerPoint, hat man solche Dinge gemacht. Da gibt es hier ein ISDN-Telefon und eine Faxmaschine und Computer. Und links sieht man so eine Wolke. Das war dann die Cloud. Was damit gemeint war, das ist auch irgendwie Teil der IT, also das ist verbunden, da gibt es ja auch diese rote Linie, da ist ja irgendwie in Verbindung, aber man weiß nicht genau, was es ist. Das ist auch egal, weil das ist nicht in meiner Zuständigkeit, das läuft einfach woanders, magisch, da weiß ich nicht genau, was für Festplatten und Switches da dahinter stehen, aber das ist mir auch egal, weil das ist einfach außerhalb meiner Zuständigkeit und das ist in der Cloud, magisch in der Wolke. Heutzutage sieht es ein bisschen anders aus, da ist die Wolke riesig geworden und die lokale IT ist sehr, sehr klein. Das heißt, ganz viele von unseren Geräten kommunizieren mit der Cloud, die Daten sind in der Cloud, die Anwendungen sind in der Cloud, alles ist in der Cloud. Das heißt, die These, Daten sind das neue Öl, ich glaube, das trifft auch schon zu. Das heißt wirklich, die Abhängigkeit von Daten, die wird wirklich sehr, sehr, ist jetzt schon groß und wird noch sehr viel mehr steigen. So, jetzt kann man sich ja fragen, wir kennen ja alle die ölexportierenden Länder, wo das Öl herkommt heutzutage. Da können wahrscheinlich die meisten auch auf einer Weltkarte auch so einzeichnen ungefähr. Und da weiß man ja auch, was für ein Konfliktpotenzial das natürlich jetzt auch hatte. Jetzt kann man sich auch fragen, naja, wenn jetzt die Daten das neue Öl sind, wo kommen jetzt denn die Daten eigentlich her? Also wer besitzt denn diese Daten, das neue Öl, der neue Rohstoff, wo wird er kontrolliert, verarbeitet und so weiter. Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht, eine Weltkarte zu nehmen und jetzt auch mal diese Daten exportierenden Länder einzuzeichnen. Oder wo sind die Länder, wo sozusagen die Daten gespeichert werden und verarbeitet werden. Ich bin dann aber ziemlich schnell fertig geworden, weil die Karte ist irgendwie sehr einfach. Also es gibt ja im Silicon Valley hier, gibt es dann Unternehmen wie Google und Dropbox und Facebook und ein bisschen nördlich davon noch Microsoft und Amazon. Und das sind letztendlich dann die Unternehmen, die eigentlich so die Daten der Welt kontrollieren und speichern. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das so gut ist, ob das so gesund ist.
eine starke Abhängigkeit zu haben oder ob man nicht lieber eine etwas dezentralere Datenhaltung vielleicht besser für uns alle wäre. Und das ist eine Sache, die wir mit Nextcloud mit angehen wollen, zusammen mit ganz vielen anderen Projekten natürlich. Nextcloud ist eine Lösung, wo man alles seine typischen Cloud-Services auch so hat, die man so kennt von Microsoft und Google und Facebook und so weiter. Also man kann seine Daten synchronisieren mit einem Kalender, Videocalls und Chatnachrichten und E-Mails und so weiter. Also im Prinzip vergleichbar mit Office 365. Unser größter Mitbewerber ist Office 365 oder Google Suite und weitere Lösungen, Dropbox natürlich und Box.com. Aber es gibt einige wichtige Unterschiede bei Nextcloud. Also wir sind jetzt nicht einfach nur der nächste Cloud-Service, wo es so viele gibt, sondern wir haben einige Dinge, machen wir, die wirklich grundsätzlich anders sind als bei den besagten Unternehmen. Der erste und wichtigste Punkt ist, dass man einen Nextcloud betreiben kann, wo man möchte. Das heißt, wir als Unternehmen haben überhaupt gar keinen Server. Wir betreiben gar keine Nextcloud. Wir besitzen oder speichern überhaupt gar keine Daten von irgendjemand. Also die Mission von Nextcloud ist, andere Personen, so wie Sie, in die Lage zu versetzen, ihre Daten selbst zu verarbeiten und selbst zu hosten, wie Sie es für richtig halten und wie es konform ist mit Ihren Anforderungen. Das ist unsere Mission. Das heißt, ein Nextcloud kann man betreiben, wie man möchte. Sie können sie bei sich daheim betreiben oder in einem Unternehmen oder an der Universität oder in der Stadt oder in hier natürlich, im Beispiel hier von Bern natürlich dann zentral für Schulen, aber letztendlich so, wie es für Sie gesetzeskonform ist. Das ist das Besondere. Und der zweite Punkt ist, Nextcloud ist natürlich 100% Open Source. Was das bedeutet, muss ich jetzt im Rahmen, glaube ich, jetzt gar nicht betonen. Es geht es einfach darum, dass man kein Vendor-Login hat. Das heißt, man hat die Software, die kann man verwenden, da kann man machen, was man will. Man kann den Source-Code anschauen, man kann die Motorhaube aufmachen und reinschauen, sich vergewissern, wie alles funktioniert. Man kann schauen, dass da keine Backdoors, keine Hintertüren drin sind. Man kann es anpassen, wie man es möchte. Wir haben es ja beim Vorredner ja gesehen, wie man es wunderbar anpassen kann an Anforderungen, wie Ihre jetzt zum Beispiel. Also Open Source hat da ganz viele Vorteile. Das sind so die Hauptunterschiede. So, jetzt möchte ich ein bisschen auf die eigentlichen Funktionalitäten von Nextcloud eingehen. Aber das ist jetzt eine grundsätzliche Einführung. Also ich habe jetzt hier nichts vorbereitet, was speziell für den Schulbereich geeignet ist. Aber das haben wir im Vorredner-Vortrag ja ganz gut gesehen. Grundsätzlich ist Nextcloud eine Lösung, da geht es um Daten, wie schon erwähnt, und um Speichern und Verarbeiten von Daten. Unser Vorfahre ist sowas wie ein File-Server. Das kennt man ja noch aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Ein Windows-File-Server und ein Samba-File-Server, wo so eine Netzwerkfreigabe hat. Und die Weiterentwicklung davon ist File-Sync-and-Share, das heißt mit Zusatzfunktionalitäten, dass man eben vom Telefon, vom Mobile drauf zugreifen kann, dass man synchronisieren kann, dass man sharen kann, dass man ein Webinterface hat, dass man versionieren kann und so weiter. Die ganzen modernen Funktionalitäten als Erweiterung von einem File-Server. Aber das ist nicht das Ende. Eigentlich ist der nächste Schritt, dass es um Kollaborationslösungen geht. Das heißt, man möchte die Daten zwar auf allen seinen Geräten haben, aber man möchte auch damit was tun. Man möchte sie auch anschauen und editieren und teilen und so weiter. Und das ist im Prinzip dann das, was Nextcloud bietet, und damit sind wir in direkter Alternative zu Office 365 und Google Suite. Das Webinterface sieht so aus, das ist ein File-Manager, da kann man seine Dateien hoch runterladen, wie man das so kennt, wobei man sagen muss, dass die meisten von unseren Benutzern dieses Webinterface überhaupt nie sehen, weil sie nämlich mit unseren Apps arbeiten. Also Nextcloud hat sehr gute Mobile-Apps und auch Desktop-Apps. Und das ist heutzutage natürlich sehr verbreitet. Auf der linken Seite sieht man die Android-App, wo man alle seine Dateien hoch- und runterladen verwalten kann. Auch die ist 100% Open Source natürlich. Auf der rechten Seite die iOS-App, in dem Fall jetzt hier für ein Tablet, wo man hier ein PDF sich auch anschauen kann. Und im mittleren Bereich sieht man, wie Nextcloud sich integriert in die Datei-App von iOS, sodass man letztendlich von jeder beliebigen iOS-Anwendung in einen Nextcloud reinspeichern kann und wieder rauslesen kann. Man sieht da oben auch, mal schauen, hier gibt es irgendwie iCloud und direkt darunter Nextcloud. Das heißt, wir sind da auf derselben Ebene wie der Apple-Service selbst. Wir können da alles, was Apple auch kann.
Dann gibt es Notifications natürlich. Also man kann Notifications, eine Benachrichtigung bekommen auf dem Telefon, auf seiner Smartwatch, wo auch immer. Wenn jemand mit einem zusammenarbeiten will, wenn eine Datei geteilt wurde, wenn was kommentiert wurde, wenn meine Chatnachricht angekommen ist oder wenn der Speicherplatz aus ist oder andere Dinge. Dann gibt es eine Desktop-Anwendung für Mac, Windows und Linux, also für alle Plattformen, wo Dateien auf dem Laptop oder Desktop synchronisiert werden mit der eigenen Nextcloud, so wie man das kennt von Dropbox und Google Drive und anderen. Wobei das hier bei uns etwas flexibler ist, weil man kann ja, wie schon gesagt, viele Nextclouds haben und die auch selbst hosten. Und diese Integration kann man so konfigurieren, dass beispielsweise meine Fotos sollen mit meiner privaten Nextcloud synchronisiert werden und meine Arbeitsdokumente mit meiner Firma Nextcloud und dann noch, da gibt es vielleicht einen dritten Ordner mit meinem Fußballclub. Also man kann das alles so konfigurieren, wie man das möchte. So, wenn man seine Dateien dann hochsynchronisiert hat, kann man natürlich auch was damit tun. Beispielsweise hier mit so einem PDF-Viewer kann man sich das anzeigen lassen. Wenn es Fotos sind, kann man die anschauen in Form von schönen Fotogalerien. Und wir haben noch viele weitere Viewer für weitere Dokumentenformate. Eine weitere interessante Funktion von Nextcloud ist die sogenannte Föderationsfunktionalität. Ich habe ja schon erwähnt, dass der Unterschied von Nextcloud zu den ganzen anderen Services, dass es viele Nextclouds gibt. Sie können, wie gesagt, selbst eine Nextcloud hosten oder Sie können beim Service Provider gehen und Nextcloud bekommen oder von Ihrer Schule Nextcloud bekommen. Es gibt also ganz viele verschiedene Nextcloud-Server. Das ist ein Unterschied zu Dropbox, weil es gibt ja nur eine Dropbox. Also hier gibt es viele Nextclouds. Aber mit dieser Föderationsfunktionalität können diese ganzen verschiedenen Nextcloud-Server miteinander sprechen. Sie können also einen geteilten Ordner haben, der einem Benutzer gehört, der auf einer ganz anderen Nextcloud ist. Sie können einen geteilten Ordner haben mit jemandem, der Nextcloud bei einem Service-Provider verwendet und Sie haben vielleicht Ihre Nextcloud bei sich daheim laufen und man kann zusammenarbeiten. Eine weitere wichtige Sache ist Integration in andere Software. Wir haben als Vorredner ja auch schon gehört, dass man Nextcloud wunderbar in andere Software integrieren kann. Beispielsweise Moodle haben wir eine direkte Integration. Moodle unterstützt von sich aus Integration in OneDrive von Microsoft und in Nextcloud. Das sind die zwei Haupt-Storage- oder Speicher-Backends, die da vorhanden sind. Also bin ich ganz froh, dass wir da so eine gute Zusammenarbeit haben. Dann gibt es Integrationen in sowas wie Outlook auch. Wenn jetzt noch Outlook verwendet wird, ist er noch teilweise sehr verbreitet. Haben wir dieses nette Plugin hier. Es funktioniert so, dass man eine große Datei per Outlook versenden kann. Wenn man auf Versenden drückt, wird automatisch die Datei bei Nextcloud hochgeladen. Es wird so ein Link generiert und der Link in die E-Mail eingefügt. Das hat den Vorteil, dass Sie beliebig große Dateien versenden können und das Ganze trotzdem datenschutzkonform funktioniert. Dann hat Nextcloud Groupware-Funktionalitäten, Kalender, Contacts, E-Mails, haben wir eingebaut. Aber wir haben auch Integration in andere Lösungen. Wir haben gerade schon gehört haben, man kann auch sowas wie Colab verwenden oder Zimbra oder andere Lösungen, was auch wunderbar funktioniert. Also wir sind da ganz offen. Nextcloud ist da sehr flexibel und man kann die Teile verwenden, die man spannend findet. Eine weitere Funktionalität von uns ist Nextcloud Talk. Da geht es um Audio- und Video-Calls, also Video- und Audio-Telefonie und auch Chat. Das ist eine Sache, die wir integriert haben, aber auch da gilt dasselbe. Man kann auch sowas wie MetaMost oder RocketChat verwenden, wenn man das möchte. Das ist ja auch sehr flexibel. Nextcloud Talk ist aber trotzdem eine sehr interessante Funktionalität, weil es eben auch komplett Open Source ist und selbst gehostet und weil es verschiedene Use Cases abdeckt. Also man kann einmal so dieses Gruppenchat, diese Gruppenchat-Funktionalität haben, man kann aber auch direkt jemanden anrufen, kann auf den Kontakt drücken und dann klingelt das Telefon bei dem anderen. Über Push-Notification wird es dann ausgelöst. Also Nextcloud Talk ist auch sowas wie ein selbst gehostetes Open Source Telefon-Kommunikationssystem, wenn man das möchte. Das ist hier das Chat-Interface. Da sieht man hier auf der linken Seite die einzelnen Chat-Räume. Man kann also einen Raum haben für eine Klasse oder für die Lehrer oder für ein spezielles Projekt oder ein bestimmtes Thema. Und man hat dann die Chat-Nachrichten. Drüber gelegt ist hier die iOS-App. Also wir haben auch iOS- und Android-Apps. Und auch da bekommt man eine schöne Nachricht, wenn eine neue Chat-Nachricht da ist, wie man das eben so kennt von WhatsApp und von anderen. Aber wie gesagt, immer wieder mit dem Hauptunterschied, die Daten bleiben bei Ihnen, die bleiben
auf Ihrem Server, kein Bit wird irgendwo anders hin übertragen, was den Datenschutz verlieren könnte, denn alles ist auch Open Source. Sie können in so einen Chatkanal auch dann so Dokumente reinschieben. Ich kann auch sagen, jetzt haben Sie hier einen Kanal über, da geht es um einen Klassenausflug, soll geplant werden, und dann können Sie da direkt dann Dokumente, die dazugehören, direkt reinschieben, und alle Teilnehmer können die dann sehen und können sie editieren. Sie können dann rechts oben auf diesen Knopf drücken, und dann verwandelt sich so ein Chatraum in eine Videotelefonie, Videokonferenz, wo wir, was wir auch unterstützen mit beliebig vielen Personen, und auch wieder genau dasselbe auf iOS und Android. Also das ist auch sowas wie Skype oder Google Hangouts oder FaceTime, aber wie gesagt, alles auf Ihrem Server, wo Sie es möchten, und Open Source. So, dann kann man natürlich auch noch Dokumente editieren. Das haben wir gerade auch schon gehört. Da gibt es Integration in Software wie OnlyOffice oder Collabora. Collabora wird hier ja eingesetzt, und das habe ich jetzt hier in dem Screenshot auch. Man kann also direkt Office-Dokumente, also Word, Excel und PowerPoint, direkt im Browser editieren. Man muss nichts lokal installieren, man muss auch keine Microsoft-Lizenz erwerben und muss auch nichts updaten. Man kann einfach auf ein Dokument klicken und kann es editieren. Und das Besondere hier ist auch, dass man es auch zusammen editieren kann, kollaborativ. Also hier auf der rechten Seite ist eine Seitenleiste ausgeklappt, da kann ich noch weitere Personen einladen, da habe ich jetzt mehrere Kollegen hier eingeladen, und dann hat man mehrere Cursor im selben Dokument, die zusammen am selben Word-Dokument arbeiten können. Das ist eine sehr leistungsfähige Funktionalität, und wenn alle den Browser wieder zumachen, speichert sich das wieder zurück in die Word-Datei, die synchronisiert sich wieder auf meinen Desktop, auf meinen Laptop, alles wie zuvor. Es ist also sehr nahtlos auch integriert. So. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt hier so ein wichtiges Dokument habe, ich plane jetzt irgendeine Aktivität beispielsweise, jetzt habe ich hier 5 Personen, die mit 5 Cursern gleichzeitig im selben Dokument arbeiten, das kann auch ein bisschen chaotisch werden. Deswegen haben wir Nextcloud Talk auch integriert, das heißt, man kann in der Seitenleiste auch ein Chat haben mit den Personen, die im selben Dokument sind, und wie oben sichtlich sogar auch ein Videotelefonie mit den Personen, die gerade im selben Dokument arbeiten. Also über die Funktion, da bin ich auch ein bisschen stolz darauf, weil das gibt es woanders noch nicht. Also noch nicht mal Google oder Microsoft haben es geschafft, ihr Skype und ihr Hangouts so nahtlos zu integrieren. Also glaube ich, kann man auch sehen, dass man als Open Source auch nicht nur folgen muss, sondern man kann auch da tatsächlich ein bisschen Innovation machen. Das alles, was ich hier gezeigt habe, ist jetzt das Webinterface jetzt auch wieder gewesen. Wie schon erwähnt, gibt es viele, die überhaupt nie den Browser benutzen, sondern benutzen alle ihre Apps heutzutage. Deswegen hier nochmal ein Screenshot, wo man genau dasselbe funktioniert in der iOS-App auf einem iPad. Ich habe hier gelernt, dass hier auch iPads verwendet werden. Das heißt, da habe ich auf der linken Seite meine ganzen Dokumente, und da klicke ich einfach auf mein Word-File, und dann öffnet sich hier der Editor, und dann kann ich direkt im iPad auch meine Dokumente editieren, und das auch wieder kollaborativ. Das heißt, wenn ich es nicht möchte, muss ich überhaupt nie ins Web gehen. Ich kann alles mit nativen Applikationen auch machen. Jetzt bin ich auch schon am Ende von meiner Zusammenfassung von der Funktionalität. Nextcloud ist eine Alternative zu Dropbox, zu Google, zu Microsoft, mit dem Hauptunterschied, dass Sie es betreiben können, wo Sie möchten. Bei sich daheim, bei einem Service-Provider, dem Sie vertrauen, der vielleicht in Ihrem Land ist, der vielleicht irgendwie Datenschutzrichtlinien befolgt, für Ihre Schule, wo auch immer Sie möchten. Das ist die große Flexibilität. Sie behalten dadurch die Daten unter Kontrolle und sind garantiert gesetzeskonform und datenschutzkonform dadurch natürlich, und es ist 100% Open Source. Das war das Ende meines Vortrags. Ich freue mich sehr, dass es hier in Nextcloud so toll integriert wird und gut verwendet wird, und ich weiß gar nicht, ob wir noch Zeit für Fragen haben, wir gar nicht vorgesehen. Ne? Ja, es ist so, dass wir ein bisschen im Rückstand sind mit der Zeit, aber wenn du jetzt schon mal da bist in der Schweiz, wieso nicht eine Frage, eine wichtigste Frage? Ganz viele wichtige Fragen. Wir arbeiten noch auf einer alten OnCloud-Version. Kann man das sinnvoll transferieren? Ja, da gibt es auf unserer Webseite, kann man da so ein Update-Skript herunterladen, was das alles automatisch transferiert und updatet, genau.
Ja, das gibt Dokumentation dazu. Das sage ich sehr einfach. Sehr gut. Wir haben, wenn der Ronny sich einrichtet, noch eine Frage. Ganz kurz und einfach. Sie möchten ja auch Geld verdienen. Kostet die Software in irgendeiner Variante was, Business-Version oder was weiß ich? Die Software ist 100% Open Source und kostet nichts. Wir als Unternehmen verdienen unser Geld mit Supportverträgen und unterstützen Organisationen, die hier auch vertreten sind, eben dabei, Nextcloud anzupassen für große Instanzen, Support anzubieten, spezielle iOS-Versionen zu bauen mit ihrem Logo und ihren URLs vorkonfiguriert und weitere andere Services. Das sind aber alles Services, die Sie beziehen können. Ich hoffe, dass Sie sie beziehen, weil Sie sie vielleicht interessant finden. Die Software selbst ist aber Open Source und kostet nichts. Kann auch wirklich von jedem uneingeschränkt verwendet werden und es gibt auch keine Funktionen, die irgendwie fehlen, sondern es ist wirklich komplett Open Source. Sehr gut, ja, das ist wirklich ein sehr vorbildliches Geschäftsmodell. Es gibt ja manchmal so die Tendenz für das Open Washing. Man sagt, man ist open, aber dann, wenn man jetzt genauer hinschaut, ist nur die Hälfte offen. Für die wichtigen Sachen muss man bezahlen. Aber super, vielen Dank, dass du da warst. Nochmal einen Applaus. Ich sage Ihnen viel Erfolg.